Samstag. Einen schönen Samstagnachmittag wünsche ich euch. Ich bin die Sarah aus der Nähe von Köln 21 und lesbisch. Ich glaube, ich entspreche bis auf das Holzfällerhemd doch eher diesem Klischee-Lesbe. Kurze Haare, die Klamotten eher lässig als schick. Ja, wozu ich es auch noch finde, Piercings sind nicht lesbisch, aber Piercings, Lesben haben oft Piercings, gerade die hier, Tätowierungen, finde ich gut. Cappies oft, Lesben finde ich tragen oft Cappies oder diese Hardcore-Lesben, wenn sie denn lange Haare haben, meistens ganz glatt nach hinten, Pferdeschwanz ganz strikt, Saufexzesse, die kriegt auch jede andere Hete von mir hin, da gönnen wir uns eigentlich nichts, aber das Wort, auch allein das Wort Lesbe oder Lesbisch finde ich so verrufen, da hat man Lesbe, denkt man was Negatives und finde ich schade, weil ich besteige jetzt auch nicht jedes Mädel, das ich treffe. Wir werden einfach als totale Kerle abgestempelt und das finde ich kacke. Ich sehe nicht aus wie ein Kerl, ich hoffe, ihr seht das genauso. Ich bin kein Macho, ich gaff nicht jedem Arsch oder jeder Brust hinterher. Ich kann auch ganz einfach nur mit Leuten befreundet sein, ohne dass ich auf die stehe. Ist ja auch mal ein ganz großes Problem, wenn man eine Lesbe im Freundeskreis hat. Wird direkt immer gedacht, oh mein Gott, die steht auf Mails, dann steht die auf mich. Also wie ihr quasi schon gesagt habt, Lesben stehen nicht immer auf alle Mädels. Auch wir haben unterschiedlichen Geschmack. Ja. Oh. Und was ich eigentlich so generell mal ganz interessant finde, da ihr schon gesagt habt, man sieht es nicht jeder Lesbe an, dass sie lesbisch ist, weil sie einfach sehr weiblich ist, fände ich als Aufgabe mal ganz interessant, so ein Gruppenbild von ganz vielen Mädels und so wie, wie dieses Spiel, wo ist Walter? Oder sucht Walter? Wer ist der Baldo? Nee, Walter. Riesenbild, ganz viele Mädels, welche davon sind lesbisch oder ist lesbisch? Fände ich ganz interessant, wem ihr lesbische Ambitionen zuschreiben würdet. Hab jetzt leider spontan kein Bild parat. Fände es aber cool, wenn ihr sowas irgendwie mit in den Blog reinnehmt. Ich fände das ganz interessant, wer da so wer da nach Klischee geht und keine Ahnung. Ja, ich guck mal auf meinen Schoß, der tut schön. Ja, das war's auch schon. Ich sehe auch gerade, wir haben 7:30, ich muss mich langsam mal ready machen. Die Partygesellschaft wartet nämlich schon und heute geht's typisch lesbisch schön einsaufen. Nur mit Heten. Ja. Ich würde mal sagen, man sieht sich oder wohl eher ihr mich. Bis dann.